Yo Leute, what the fuck? Wie viele Videos muss ich denn noch zu dem Thema YouTube raushauen? Kommen wir mal gleich zum Thema. YouTubes neue Richtlinien. Yo, die wurden nämlich geändert. Für die Schlafkartoffeln, die den Shitstorm jetzt dagegen verpennen. Schauen wir doch mal rein. Ich gebe euch mal 3 Sekunden zum Pausieren, damit ihr euch den Kack mal selber durchlesen könnt. Hab keinen Bock, den Shit hier vorzulesen, da mir sonst die Kotze hochkommt. Was bedeuten diese neuen Richtlinien? Dass YouTube seine Monetarisierung derbe einschränken wird. Und zwar so krass, dass viele gute YouTuber so gut wie nichts mehr verdienen werden. Man darf beispielsweise nicht fluchen. Darstellung von Gewalt ist auch ein Thema. Soweit alles im Rahmen. Was mich aber am meisten ankotzt, ist, dass die Meinungsäußerung und Berichterstattung extremst eingeschränkt wird. Und das grenzt schon an Zensur. Es grenzt an Zensur. Dadurch, dass Videos ja nicht gelöscht werden, sondern nur die Monetarisierung betroffen ist. Dennoch wird es, wenn man es so sieht, von YouTube nicht mehr erlaubt, Themen anzusprechen, die, wie YouTube so schön definiert hat, kontrovers sind. Das ist ein breites Spektrum. Und das ist im Prinzip das Ende der freien Meinungsäußerung. Zumindest hier auf YouTube. Monetarisiert wird nur noch irgendwelche Kindergarten-Kommerz-Kacke, sodass YouTube zu einem noch größeren Kinderspielplatz wird, als es jetzt schon ist. Ey, das ist unfassbar, ja? YouTube schießt sich damit im Prinzip selber ins Bein. Ja, nicht nur das. YouTube hat damit im Prinzip sogar seinen eigenen Todesstoß eingeläutet. Zumindest wenn das nicht geändert wird. Bei den Amis wurde die Änderung schon durchgesetzt. Hier in Deutschland zwar noch nicht, aber das ist mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit. YouTuber wie zum Beispiel Kronk haben zum Beispiel angekündigt, seine Videos nicht mehr monetarisieren zu wollen, sollte das wirklich durchgesetzt werden. Dadurch würde YouTube keinen Cent mehr an ihm verdienen. Ich würde, glaube ich, die Monetarisierung bei mir abschalten. Wenn es nach Deutschland rüberschwappt, würde ich aus Protest die Monetarisierung bei mir komplett abschalten, gar keine Werbung mehr schalten. Dann würde YouTube keinen Cent mehr von mir kriegen. Wäre YouTube nicht das Quasi-Monopol in Sachen Videoplattform, würde ich die Plattform echt gern wechseln. Das wird ja immer schlimmer hier, meine Güte, ey, da gebe ich mir ja lieber RTL als so eine Kacke hier verflucht nochmal, Alter, der Content schon alleine. Ich könnte mich aufregen, Alter. Boah, und, okay, das ist jetzt aber nicht das Thema, leck mich. Ja, wo waren wir? Man merkt schon, wie YouTube immer mehr zugrunde geht, aber diese neuen Richtlinien sind ja mal der absolute Killer. Und das meine ich nicht positiv, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Naja gut, die einzig gute Sache wäre, Katja wäre komplett am Arsch. Hier habe ich gerade ein Smiley in mein Skript reingeschrieben, lol. Was soll das? Scheiße, egal. Die neuen Richtlinien sind ja auch extrem schwammig und ungenau definiert. Es kann also quasi jeden treffen, wo YouTube sagt, nö, das passt uns nicht. Wie gesagt, Deutschland ist bis jetzt zwar noch nicht davon betroffen, und ich hoffe inständig, dass es sich auch nicht durchsetzen wird. Aber was YouTube betrifft, habe ich den guten Glauben eigentlich schon verloren. In diesem Sinne, wir sehen uns, Bitches. Ich habe euch in der Videobeschreibung mal ein paar Links gepackt von anderen YouTubern, die ebenfalls über das Thema sprechen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die ja mal ansehen. Ich gehe jetzt kotzen und YouTube fick dich und jetzt haut rein, Bitches.